Emmett im Eis. Nein, ich brauch das. Meine Süße hat Schluss gemacht. Bist du Bridget Jones? In Suff- und Partystimmung versprechen Männer ja so einiges. Aber dieses Versprechen, das geht eher nach hinten los. Solange du Single bist, bleiben wir auch Single, Mann. Hey! Wollt ihr einen Pfefferminz? Schmeckt komisch, Alter. Weil es Potenzpillen sind. 4 Stunden saufen wie Keith Richards und du kriegst trotzdem einen hoch. Natürlich tauchen dann bald Frauen auf, die es den Männern richtig schwer machen, Single zu bleiben. Ich wollte dich auch zappeln lassen, dann ist mir eingefallen. Ich bin ein Kerl. Für immer Single, die Romantikkomödie mit Zac Efron ist manchmal ziemlich unglaubwürdig. Aber es gibt auch ziemlich rührende, ernste Momente und die meisten Gags zünden. Das sind meine Eltern. Ich tue einfach so, als würde das jetzt nicht passieren. Hi. Oh. Oh, ein Penis Colada. Charles Dickens kennen die meisten als Autor der Weihnachtsgeschichte und angeblich hatte er eine heimliche Affäre. Jedes menschliche Wesen ist ein tiefes Geheimnis für alle anderen. Bis dieses Geheimnis jemandem anvertraut wird, dann vielleicht werden 2 menschliche Wesen sich entdecken. Der Star-Autor soll die junge Lehrerin Nelly geliebt haben. Du wirst es nicht geheim halten können. Doch, das kann ich. Ob es diese Liebe so wirklich gab, ist umstritten, aber The Invisible Woman, die unsichtbare Frau, zeigt anschaulich die verstaubten Zwänge des 19. Jahrhunderts in England. Jeder hat ein Geheimnis. Und das ist unseres. Und dann haben wir noch Johnny Depp. Den würden sich ja viele Frauen wohl gerne mal nach Hause holen. Wie wär's mit einer digitalen Kopie auf dem Laptop oder Smartphone? Stellen Sie sich eine Maschine mit der kompletten Bandbreite menschlicher Emotionen vor. Ihre analytische Kraft wäre größer als die gebündelte Intelligenz aller Menschen. Seit Anbeginn der Zeit. In Transcendence wird Johnny Depp erschossen, aber sein Bewusstsein schnell noch abgespeichert. Der künstlich intelligente Depp gerät dann allerdings außer Kontrolle. Evelyn? Oh mein Gott. Ich kann nichts fühlen. Ich bin hier. Regisseur Wally Pfister war bisher Kameramann bei Dark Knight oder Inception. Und genauso bombastisch sind auch die Transcendence-Bilder. Ich brauche mehr Energie. Es mag intelligent sein, sogar empfindungsfähig. Aber das ist nicht Will. Leider fällt die Geschichte dagegen ab. Die spannendsten Fragen werden hier weichgespült. Es gibt Logiklöcher und mit den Figuren fühlt man kaum mit. Äußerlich hübsch, aber innen eher ein Ruckel-PC. Eine künstliche Intelligenz ist wie jede Intelligenz. Sie hat Bedürfnisse. Soweit die Kinotipps. Diese künstliche Intelligenz wird sich weiterentwickeln. Wo ist die Maschine? Das beeinflusst vermutlich die ganze Welt. Ich bin überall.